willkommen zurück bei Kerbal Space Program. So, wir sind mit dem Flugzeugbau von unserem Senkrechtstarter jetzt erstmal durch. Und jetzt wollen wir uns mal umschauen nach einer guten Möglichkeit, noch ein Refueling einzulegen, bevor wir nach Duna fliegen. Und dafür möchte ich gerne mit euch die Grundlagen für ISRU, also für Interspace Resource und so weiter, Utilization. Also wir wollen Rohstoffe schürfen auf Minmus. Warum auf Minmus? Die Idee dahinter ist, dass wir von Minmus aus, glaube ich, noch eine Delta V von, lasst mich nicht lügen, ich glaube, vom Minmus Orbit braucht man noch so 30, 40 Delta V oder so, um in einen Solarorbit zu kommen, also um Kerbol, sodass wir von Minmus aus sehr schnell und sehr einfach, ohne viel Spritverbrauch, einen Transfer starten können rüber nach Duna. Das heißt, es ist eigentlich, wenn wir dort Ressourcen finden würden, der ideale Ort, um ein Craft zu refuelen. Noch dazu ist es sehr einfach, von der Minmus-Oberfläche zu unserem Raumschiff hoch Sprit hin und her zu transportieren, eben weil wir so ganz wenig Schwerkraft auf Minmus haben und man eigentlich, glaube ich, sogar mit einem Jetpack das machen können müsste. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir nehmen unsere Forschungspunkte, die wir haben, und investieren die hier in Science Tech für 300 Punkte. Und das beinhaltet eben den Survey Scanner, der benutzt werden kann, um aus dem Orbit heraus Ressourcen zu scannen. Dann gibt es natürlich noch den Surface Scanning Module. Der ist dafür da, wenn wir landen würden. Wir wollen jetzt diesmal das Ganze über einen Satelliten aber machen. Wer weiß, ob wir nicht in Zukunft die Sachen auch noch auf Grund und Boden nochmal, also eine Landung durchführen. So, ich habe uns auch schon mal, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, eine kleine Rakete vorbereitet. Klein ist relativ, sie ist nicht ganz so klein. Und ich habe hier oben drin schon mal die Stufe gebaut, die nachher zum Minmus fliegen soll. Warum ist das jetzt eine bemannte Stufe? Und zwar möchte ich mit der bemannten Stufe gleichzeitig noch was anderes tun. Und zwar werden wir jetzt hier oben drauf den Satelliten bauen. Und abseits von dem Satelliten soll diese bemannte Stufe auch nochmal Wissenschaftspunkte einsammeln. Also nicht so sehr Wissenschaftspunkte, weil die haben wir schon. Aber ich möchte auf diese Wissenschaftsergebnisse, die wir hier in den Geräten speichern können und dann in die Kapsel mitnehmen, möchte ich gerne zu unserem Space Lab bringen, damit die da prozessiert werden können, damit wir schneller noch mehr Wissenschaftspunkte herstellen können. Das heißt, wir machen das Ganze nebenbei noch zusätzlich eben bemannt, um einfach noch diese Forschungspunkte mitzunehmen. Okay, damit wir, das war der große, einen Satelliten haben nachher, brauchen wir natürlich noch eine Möglichkeit, den anzubasteln. Also ich verbinde das hier mit einem Dockingport und wir machen das jetzt mal so, dass wir den ganz einfach aufbauen. Und zwar besorgen wir uns, wo ist er? Da. So einen kleinen Sprengring irgendwo. So ein. Und dann packen wir da drauf. Einen kleinen Motor. Jawohl. Und wir packen da drauf einen kleinen Tank. Also es muss jetzt wirklich nicht viel sein. Ich glaube, das sind die hier, ne? Ja. Zack, zack. Und wir brauchen zu guter Letzt noch einen Probe Core, damit das funktionieren kann. Der wiederum braucht natürlich ein bisschen Strom. Wir nehmen jetzt einfach hier die lustigen Dinger und bauen die einmal rundherum ran. So. Ja. Und natürlich braucht so ein Ding auch noch immer eine Antenne. Das ergibt sich im ersten Moment gar nicht so super logisch sofort. Ich habe es beim ersten Mal, als ich so einen Satelliten losgeschickt habe, schlicht und ergreifend vergessen. Oh ja, hat man dann halt später Pech gehabt, ne? So, und obendrauf kommt Freund-Ressourcenscanner. Oh, der ist doch relativ groß, ne? Den hatte ich mir jetzt irgendwie kleiner vorgestellt. Im letzten Mal, als ich geguckt habe. Na gut, dann ist der halt nicht klein. Aber ist nicht so wild. Er wiegt dafür hoffentlich nicht viel. Nö,
fliegt er tatsächlich nicht. Okay, dann können wir hier irgendwo auch die Antenne hinpacken. Ist ja dann auch schon wieder egal. Ja, das hat nicht funktioniert. Funktioniert. Schade. Na gut, dann pappen wir sie doch hier irgendwo ran. In der Hoffnung, dass das dann so funktioniert. Okay, und jetzt bauen wir das Fairing wieder zu. Das sollte dann im Prinzip schon unser gesamtes Gedöns sein. Da gucken wir einmal, dass das passt. Jawohl. Okay. Also, Fairing machen wir wieder ein Stück weit auf. Das müsste eigentlich reichen, dass wir dann vorbeikommen. Und ziehen es jetzt einfach gerade nach oben. Ist doch recht hoch geworden, muss ich zugeben. So, und dann zu damit. Und dann haben wir jetzt hier unsere Rakete mit ihrer Nutzlast oben drauf. Prüft dann nochmal das Staging, ob das alles so klappt. Und wir fliegen los mit Sigtrude. Sigtrude kommen als Scientist deswegen, damit wir eben möglichst viele von den Experimenten mitnehmen können. Damit wir nachher die Möglichkeit haben, sehr viel davon abzuladen im Space Lab. Okay, und dann geht's auch schon auf die Startrampe raus. Und wir fliegen jetzt eine Doppelmission, in der wir uns mit dem Gesamtgefährt zum Minmus begeben und dort dann eben den Satelliten größtenteils in seine Umlaufbahn vorpositionieren, ihn dann abkoppeln, damit er den Rest selber machen kann. Und als erstes sollten wir es dafür in einen Erdorbit oder Kerbin Orbit schaffen. Und dafür starten wir das Ganze einfach mal. Was ich gemacht habe, die Kisten hier sind auf 60% Schub limitiert. Und ich habe natürlich immer bei den Stufen jeweils auch geguckt, wie viel TVR wir brauchen, also wie viel Thrust-to-Weight-Ratio wir brauchen, damit die Stufen auch noch funktionieren. Also ihr seht, wir haben ganz gut Vorschub drin. Das sollte also eigentlich passen. Und ich hatte einmal einen Testflug mit der Rakete gemacht, ohne den Satelliten oben drauf und habe dabei noch ein bisschen Sprit übrig gehabt. Ich bin also ganz zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall mit dem Maschinchen hier bis nach Minmus kommen, ohne größere Probleme. So, ich werde jetzt mal den ganzen Aufstieg und die Orbitalarbeit ein bisschen im Zeitraffer durchführen. Das haben wir alles schon gemacht. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie man so eine Rakete hochbekommt, guckt euch einfach nochmal die Minmus und die Moon-Mission an. Das waren ja auch keine ganz kleinen Raketen. Und ich arbeite hier dabei mal die Orbitalmanöver durch. Bis gleich. So, jetzt sind wir im Prinzip mit unserer Reise soweit fertig. Wir sind im sauren Orbit, jetzt müssen wir beginnen, Dinge zu korrigieren. Jetzt haben wir immer noch Sprit übrig und in weiser Voraussicht benutzen wir Dinge, die wir haben, einfach weiter. Ich spreng mal jetzt das... Ich quicksave mal lieber, ich hatte in letzter Zeit nicht so viel Glück mit Stagings. So, ich spreng mal das Fairing ab. Ich lasse aber erstmal noch unsere Anlage hier oben drauf, denn noch haben wir Treibstoff. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen in einen Polarorbit wechseln. Und dafür können wir an irgendeiner Stelle im Prinzip anfangen. Ich mache es jetzt zum Beispiel mal hier so. Im Prinzip kann es euch egal sein.
Aber wir machen das mal hier. Und jetzt müsst ihr gucken, so ein Polarorbit ziehen. Verbraucht immer ganz gut Sprit. So, also zieht ein bisschen hier und zieht dann ein bisschen hier. Und ein wichtiger Punkt ist, wenn ihr euch die Informationen von dem Survey-Scanner gut angeguckt habt, habt ihr gesehen, der muss über 25.000 Meter hoch sein und unter 250.000. Ich glaube, das erfüllen wir damit ganz gut. Und wir probieren das jetzt mal mit der Hauptstufe größtenteils noch zu fliegen. Mal gucken, wir brauchen nur 152 Meter pro Sekunde Trieb dafür und oder Delta V und ich kann mir fast vorstellen, dass die Kiste das noch drin hat. Das ist auch ganz gut, weil denkt bitte dran, dass wir mit der Stufe hier, weil ihr jetzt denkt so, wofür hat er das denn mitgenommen? Ja, das habe ich deswegen mitgenommen, weil wir wollen ja nachher noch zu unserer Koala-Station fliegen. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen Sprit. Und das sieht ja alles recht klein aus und das ist der Witz, das ist es nämlich auch. Das ist alles sehr leicht. Hier ist nämlich nur Liquid Fuel drin, weil ich ein Atomtriebwerk mitgenommen habe, also den Nerf. Und dadurch ist diese Oberstufe unserer Rakete insgesamt sehr, sehr, sehr leicht. Wir haben jetzt noch knappe 19 Tonnen, davon entfällt aber ein Hauptteil eben hinten auf diese Antriebsstufe hier. Und wenn wir die nachher los sind, zeige ich euch nochmal das Gewicht, ich versuche dran zu denken, dann werdet ihr sehen, dass das alles sehr leichtbauartig ist, was ich hier mit uns rumschleppe. Okay, wir haben uns auf das Manöver vorbereitet, ich warp da jetzt mal hin, damit wir das durchziehen können. Na? Warp to next Manöver. Oh, das ist auf der anderen Seite irgendwie. Na gut, ist nicht so wild, weil dauert der Warp halt ein bisschen länger. Das ist halt so. So, wir müssen uns jetzt natürlich nochmal neu ausrichten, weil irgendwie ist das alles ein bisschen gedriftet in der Zeit. Ist aber gar nicht wild, wir haben mehr als genug Zeit. Der Burn wird wahrscheinlich 4 Sekunden dauern, laut Berechnung. Ja, das wird recht entspannt, würde ich sagen. Und dann sind wir schon im Polarorbit, ohne dass wir wahrscheinlich einen Ticken Treibstoff von der Hauptrakete angesetzt haben. Dann werden wir es einfach so machen, wir docken dann unseren Satelliten einfach schon mal eher ab und können ja mal gucken, wie es dann funktioniert. Okay, wir sind jetzt eingependelt auf unser Manöver. Ich fliege das jetzt einfach schon mal eher, weil, naja, wäre mal Zeit, ne? Wir müssen auch nicht mit Vollschub fliegen. So, was da passiert ist im Prinzip, dass wir unser Orbit sich jetzt komplett auf das anpasst, was wir im Manöver geplant haben und wir in einen sauberen sauberen Polarorbit gehen. Warum will der jetzt von uns einen Polarorbit? Ein Polarorbit will der von uns deswegen, weil diese Satelliten nur dann funktionieren, diese Survey-Dingsbums-Dinger. So, theoretisch, wo ist denn Minmus hin? Da. Theoretisch sollte das Ding jetzt nämlich scannen können, sagt die Theorie. Perform Orbital Survey. Und tatsächlich, wir kriegen Daten rein und wir haben ein Orbital Survey von Minmus erhalten. Oha! Und ihr seht, hier gibt es Ressourcen. Sehr, sehr cool. Und wir haben sogar noch 25 Science verdient. Das heißt, wir können auf Minmus theoretisch tatsächlich Kram abbauen. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir lassen jetzt unseren Scanner hier. Der kann hier gerne weiter im geostationären Orbit unterwegs sein. Der hat auch ein kleines Triebwerk dran, falls wir den später mal irgendwie korrigieren wollen vom Kurs her oder wieder einfangen wollen. Ist eigentlich alles mit dabei, was man so braucht. Genau, wir können jetzt einmal kurz gucken, dass wir zu der Kiste rübergehen. Und die sollte eigentlich... So, wir richten den mal auf den Planeten aus, dann sieht das noch ein bisschen cooler aus. Zack. Sehr schön. Und in der Theorie müssten wir das da absprengen können. Jawohl. Okay, wir wollten eigentlich eher so da sein. Und wollten gerne darüber switchen. Na gut. Wohl scheinbar nicht. Irgendwie. Explorer Pump, Explorer Pump. Ja, jetzt hat er irgendwie Switch to. Das ist ja blöd. Na gut, das Ding entfernt sich jetzt eh erstmal von uns.
dann wird das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Wir fliegen jetzt erstmal mit dem Minmus Explorer weiter. Das können wir uns nachher noch angucken, was da Lustiges passiert ist. Und zwar, wir wollen zurück nach Kerbin. Und da auch das jetzt nicht unbedingt das neueste aller Manöver ist, nehme ich euch wieder in Zeitraffer und fange euch da ein, wo wir uns drum kümmern, an die Koala-Station zu kommen. Denkt jetzt bitte daran, bevor ihr losfliegt, hier noch, ich mache es gleich unter Zeitreffer, die ganzen Experimente einmal einzusammeln, also zu machen und einzusammeln, damit wir dann die auch am Koala ablanden können. Sonst war das alles eine ziemlich sinnlose Übung. Bis gleich. Jetzt kommt der Punkt, wo ich zugeben muss, das habe ich auch noch nicht probiert. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert, wie ich es mir ausgedacht habe. Und zwar, was wir jetzt machen, wir gehen mit Siegtrude in die Eva und nehmen uns all die leckeren Forschungsdaten, die wir unterwegs mitgenommen haben, und lassen los. So, dann machen wir uns auf den Weg zu Koala. Und mein Plan ist es jetzt, ohne irgendwelche großen Undock-Manöver, bei der Koala meine Forschungsdaten in das Labor reinzustopfen. So habe ich mir das zumindest ausgedacht. Ob das dann jetzt so funktioniert oder nicht, werden wir gleich sehen. Weil ja die Forschungslabore da schon nochmal ein bisschen anders sind. Aber so spare ich mir das ganze Docking-Manöver und so. Also das war mein Gedanke dahinter. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht die ollen Sonnensegel wegreiße. So, da unten ist die Tür. Dann gucken wir mal, ob die Jungs sich freuen, wenn ich Arbeit vorbeibringe. Oder das eher nicht so gut finden. So. Jawohl, wir sind dran. So, und jetzt machen wir mal Store Experiments. Hervorragend. So, dann müssten wir jetzt nämlich in der Theorie Switch to Koala. Hat das geklappt? Eher nicht so. Gut, alles gut, ich lasse hier mal los und fliege wieder zu meinem Raumschiff zurück. Wo ist es denn? Da. So, die Landung werde ich gleich nach dem Video machen. Also ich glaube, ihr braucht nicht zu sehen, wie ich das 5374. Mal in Pott lande. Das ist nicht so besonders spannend. Was jetzt aber gleich spannend wird, ich werde jetzt gleich mal umsteigen in das Space Lab und wir gucken mal, ob wir die Daten prozessieren können. So, gibt mir einen kurzen Moment. Das war ein bisschen arg hart. So. Wop. So, an Bord sind wir. Und ich gucke mal, ob wir. Das ist aber fies waggelig hier. Ich gehe mal ins Space Center und versuche es von da aus. Also, irgendwas ist auch mit dieser Koala-Station. Ich glaube, ich sollte irgendwie mal den Tank langsam abkoppeln. Ich glaube, wir werden da eh nichts mehr auftanken. Und ich glaube, ohne diesen blöden Tank wackelt die wahrscheinlich auch nicht mehr so. So, Minmus Explorer, da müssen wir gleich noch gucken, welche die richtigen sind. Ich lösche dann das falsche Teil noch. So, Koala, jawohl, die wollen wir fliegen.
Wisst ihr was, wenn wir schon mal da sind, machen wir dann gleich noch den Tank ab. Und jetzt müssten wir eigentlich die ganzen Forschungsdaten aus dem Minmus-Flug verwenden können. Und zwar haben wir hier ganz viel Daten. Genau, und die können wir jetzt alle hier schön zack, 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 zack. Alles rein. Alles rein. So. Das ist doch ordentlich. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, bis das alles processed worden ist. Und danach haben wir hoffentlich ein bisschen mehr Daten. Man sieht hier auch schon, das geht nach oben. 500 können wir insgesamt halten. Wir haben auch noch genug Strom, also es ist relativ stromintensiv, aber die Solarzellen scheinen es zu halten. So. Noch not enough data für irgendwas. Das glaube ich nicht. Keep. So, zack, geht los. Den wollen wir natürlich trotzdem noch processen. Ja. Und mehr Daten. Und mehr Daten. Und noch mehr Daten. Jawohl, zack. So. Und ihr seht schon, wir nähern uns hier langsam der Hälfte des Fischstandes und dadurch geht auch die Forschungspunkterate pro Tag ziemlich gut nach oben. Das ist eine schöne Sache, weil uns die natürlich helfen. Wir sind jetzt vorher irgendwie bei 0,4 gewesen. Wir sind jetzt schon bei 1,5 Forschungspunkten pro Tag. Okay. So, die scheinen... Ich gucke nochmal sicherheitshalber alle Sachen durch. Okay. Das sieht doch gut aus. Ich lösche die jetzt alle, weil am Ende des Tages sind die nichts wert. Aber wir haben hier oben auch schon ein bisschen Wissenschaftspunkte erzeugt. Und mit dem Transmit Science können wir jetzt... was? Alter, nicht wirklich, oder? Unable to deploy. Was haben wir denn da jetzt geschafft? Kann das sein, dass wir die hier reingebaut haben? Ja. Da habe ich jetzt aber mal kurz geschwitzt, ne? Also, wenn ihr so ein Spiel macht, müsst ihr das natürlich aufmachen. So, wir laden jetzt mal die 10 Wissenschaftspunkte hoch. Dum, dum, dum. Ich weiß nicht. So richtig gut funktioniert das irgendwie nicht. Ah, jetzt hat es funktioniert. Okay. Ja, Mensch, 10 Science. Und die lassen wir jetzt weiter arbeiten hier an ihrem Forschungsprojekt und kommen alle paar Tage mal vorbei und holen die Wissenschaftspunkte ab. Insgesamt müssten wir hier einiges jetzt raushauen können, 1,6 pro Tag. Und so ein Rückkehrmanöver ist jetzt im Prinzip das, was wir jedes Mal machen, wenn wir irgendwelche lustigen Dinge tun. So, ich werde auch gleich mal... Habe ich hier tatsächlich keinen Decoupler angebaut? Was habe ich mir dabei nur gedacht? Außer nichts. Nichts, offensichtlich. So, ich hau mal den großen Kram weg. So. Dann ist das hier hoffentlich mal alles ein bisschen stabiler, ne, in Zukunft. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt schon mal Aufklärung über die Ressourcen an Minmus. Jetzt mache ich mir mal einen Kopf, wo wir die Wissenschaftspunkte herbekommen, die wir brauchen, um uns dann auch die Grabeausrüstung und den ganzen Kram freizuschalten. Aber darüber machen wir uns in der nächsten Folge einen Kopf. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!